bevor unser Marsch sich in Bewegung setzt, hat der Frank euch Texte verteilt, ja? Wir wollen ein bisschen gutes, altes, antifaschistisches Lied gut singen. Und vorher gibt es noch eine Rede von einem ganz besonderen Menschen, und das ist die Vanessa. Und holt die Texte schon mal raus. Und es wird dann auch gleich losgehen mit dem Marsch. Nachdem die Vanessa gesprochen hat, singen wir dann den Song Amigo Home, was natürlich ganz freundlich gemeint ist. Wir wollen nur die Soldaten, die hier immer noch stationiert sind, endlich in ihren wohlverdienten Feierabend schicken mit diesem Song. Und wir wünschen ihnen nur Gutes in ihrer Heimat, auf jeden Fall. Und jetzt ist die Vanessa dran. Vanessa. Hallo Hannover, es ist Samstag und wir stehen hier, weil es Zeit für Veränderungen ist. Das betrifft nicht nur die Erwachsenen, sondern auch uns Kinder, denn wir sind die Zukunft. Ich bitte Sie, sich die Zeit zu nehmen und einfach mal für 2 bis 3 Minuten stehen zu bleiben und in sich zu gehen. Denn Politik und Menschlichkeit in dieser Welt stimmen doch nicht überein. Selbst ein Kind wie ich bekommt am Rande mit, wie viel Krieg, Leid und Elend in dieser Welt herrscht. Das ist doch nicht normal. Wollen wir denn nicht alle in Frieden leben, unser Leben genießen, unsere Kinder aufwachsen sehen? Uns mit Freunden treffen, Feste feiern und vor allem sorglos in die Zukunft blicken. Doch leider erfährt man durch unsere Massenmedien nur von Krieg und Verbrechen. Und das auch in einer Form, dass man nach 10 Minuten öffentlichen Nachrichten einen Spender hören braucht. Das ist doch traurig. Als Kind mache ich mir ja da nicht solche Sorgen. Ist ja alles weit weg und betrifft uns ja gar nicht, dachte ich. Denn die Ukraine ist ja Europa, genau wie wir, und dort ist Krieg. Ein Krieg in Europa, der Menschenleben kostet. Menschen wie du und ich. Ausgetragen zum Leid der Bevölkerung im Interesse von Firmen, die sich dort bereichern wollen. Schluss damit. Gemeinsam gegen Kriegstreiberei und Völkermord. Denn Frieden ist für alle da. Es stört mich, dass Schule und freie persönliche Entfaltung nicht zusammenpassen. Sie haben uns in den ersten Schuljahren beigebracht, nicht zu lügen, zu betrügen und andere Menschen zu achten, unabhängig von seiner Religion und Herkunft. Naja, so weit, so gut. Und was machen Merkel und Co.? Ich glaube, die waren nicht in der Schule. Oder sie lügen und betrügen. Oder beides. Bis vor kurzem stand in einem Bildungsauftrag noch Folgendes. Die Schule soll im Anschluss an die vorschulischen Erziehungen die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage des Christentums, des europäischen Humanismus und der Ideen der Weiterentwickeln. Erziehung und Unterricht müssen dem Grundgesetz für die BRD und der Verfassung entsprechen. Die Schule hat die Wertvorstellung zu vermitteln, die diesen Verfassungen zugrunde liegt. Damit sind alle Lehrer verpflichtet, ihre Schüler zu einer Einstellung zu einem Verhalten zu erziehen, die sich in den Vorstellungen von Humanität orientieren, die in den angeführten Strömungen der Geistesgeschichte entwickelt wurden. Das sollte uns zu denken geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Vanessa. Einen riesigen Applaus nochmal für Vanessa. Ganz großartig.